Hallo und guten Tag, hat er gesagt. Ja, ich bin hier schon voll auf der Tour, ne, zur Seebahn. Die war ja zum Glück nicht ganz so weit weg. Und wir können in diese Höhle denn natürlich reintauchen. Ich weiß nur noch, dass wir irgendwie gerade runter mussten und eigentlich immer tiefer, immer tiefer. Immer ganz, ganz weit tiefer. Was ist denn das für eine lustige Pflanze? Ja, es gibt hier schon schöne Pflanzen, aber die meisten können wir da gar nicht scannen irgendwie. Das ist nicht so cool. So, ab erstmal. Oh, hier haben wir ja. Was ist denn das hier? An wen hast denn du jetzt gerade geknabbert? Ich hoffe nicht an der Seebahn, du alter Arsch. So, Ophi-Tank. Jo, und jetzt können wir hier tief reingehen, ne? Geil, ey. Jetzt können wir wirklich richtig viel Meters machen. Natürlich ein bisschen Stuff sammeln. Oh, da komme ich nicht ran irgendwie. Ne, wir müssen tiefer. Immer tiefer. Ich glaube da so lang. Ja, das sieht ganz gut aus. Ich weiß nicht, was wir jetzt hier haben, aber. Wärmereaktor. Ach, wir nehmen einfach alles mit hier, was ihr habt. Ist egal. Salzsäure, aha. Eine Salzsäure haben wir gefunden. Ja, da ist sie ja. Ich glaube, wenn wir die jetzt erkundet haben, ne, dann sind wir hier King of. Wow. Hier sieht es aber auch schön aus. Ich will hier rinnen. Und das hier. Große Glaskuppel. Er sieht aus wie ein Campingstuhl da drinnen. Ich will alles haben. Großer Raum. Ich will da rinnen. Alter, wie lange scannt ihr denn? Scheint ein mega großer Raum zu sein. So, gib mir mal ein. Ah, okay. Nee. Ich muss hier rinkommen. Okay. Ja, benutzt mal. Habe ich hier Sauerstoff? Hier ist Sauerstoff. Aha. Ja, so kommen wir hier rein. Oh, 10.000 neue Sachen. Das ist nicht neu? Das ist auch nicht neu. Dann mal vorbei hier. Heftiger Typ, ey. Guckt euch da euch an. Was ist denn das für eine Base hier? Ach, leck mich. Wie soll ich denn das machen? Wie soll ich denn jetzt hier einen Code kriegen? Wir hatten ja nie Code oder so. Und da steht ja auch nichts dran. Wir können ja auch von hier oben nicht sehen. Boah, ich will da rein. Kriegt man nie raus, ne? Ach, dann wären wir letztes Mal gar nicht gestorben, ne? Oh, da liegt der ja noch was. Wie tief können wir denn jetzt eigentlich? Was ist denn das hier? Ach, das ist nur ein Pilz oder was? Aber das ist doch was hier. Was ist das? New technology acquired. Botanik. Liegt da auch noch was? Hier hört man ja nicht mehr. Hier ist das einfach so still. Ja, mit der Seebahn oder so würde ich mich ein bisschen wohler fühlen. Weil wir
wir jetzt nicht so tief hier. Boah. Ah, schon geile Scheiße, ey. Heftig. Ich hoffe, ich verrenne mich jetzt hier nicht wieder, ne? Alter, wichtigste die Baupläne, halt, ja. Aber ich will ja noch mehr haben. Immer mehr, immer mehr. Aha. Schon hübsche Sachen hier, also bunt und schön haben sie ja sich echt Mühe gegeben. Nur ich möchte noch andere Sachen finden, ne? Ich weiß ja nicht, ob ich beim ersten Teil wesentlich geileren Zufall hatte mit so Fundsachen. Aber irgendwie glaube ich schon. Nicht so sehe, wie weit es hier abgeht, ne? Was ist das denn hier? Alter. Ey, seht ihr das? Was läutet da? Ein Stein aus. Alter, geil. Boah, übelst eine Kristallhöhle. Ich glaube nicht, dass wir hier sein dürfen. Also noch nicht. Oh Jungs, Mädels, wir haben noch so viel, ne? So viel zu entdecken. Heftig. So, jetzt müssen wir erstmal nochmal Luft holen in der Zwischenstation. Das ist noch viel zu tief hier für uns eigentlich. Aber ich weiß auch nicht, wo ich suchen soll. Damit ich hier irgendwie so Sachen kriege, die... Wo ich so ein bisschen so Erweiterungsmaterial kriege. Ihr wisst ja, was ich meine, ne? Damit wir mit der Seemotte tiefer können und so weiter und so fort. Aber das können wir hier schon mal ein bisschen bauen. Ja, hüpsi, 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 hüpsi. Ja, aber die Pläne stehen fest, ne? Das Problem ist ja immer, man will ja so viel entdecken und gucken und sowas, ne? Man will ja nicht immer nur bauen. Und wenn man baut, dann will man eigentlich nur immer bauen. Kennt er ja. Diese Muscheln sind aber auch schön, wa? Oder was auch immer das ist. Wo geht's denn hier nach oben nochmal? Wo kam ich hier nach Hause? Wo ist mein Zuhause? Ne, irgendwie kam ich doch von hier, ne? Ich kenne den Weg schon wieder gar nicht. Ja, auf jeden Fall wunderschön gemacht hier. Da haben sie sich richtig schön was einfallen lassen. Denn ist ja auch immer Zufall, ne? Erwischt man das Richtige. Oh, hört sich komisch an. Ja, da muss ja nur ein so ein Volltreffer sein, dass man wirklich das richtige Nest erwischt hat und dann kann man da ein Tiefenmodul einbauen, ne? Aber ich habe ja eh ziemlich wenig Tiefenmodule gefunden. Irgendwie habe ich jetzt langsam wirklich Angst, dass ich ersticke hier. Ja, ich schwimme den zwar direkt in der Arme. Bin ich jetzt schon draußen? Na, ich glaube, ich bin draußen. Ich weiß nicht, was du wollen, ja? Ich weiß nicht, was. Ah, da ist die Seebahn. Ja, in der Nacht ist es echt beschissen.
Lass mir in Ruhe. Du Scheißvieh. Oh, hat mir echt eine geknabbert. Okay. Ich würde erstmal sagen, gen Heimat. Ist er nicht so weit? Dann laden wir uns auf jeden Fall neu auf. Wow, was war denn hier los? Ich habe gar nicht hingeguckt. Oh, scheiße, ich habe es verpasst. Das muss ich mir in der Aufnahme nochmal angucken. Ja, und dann können wir hier ja ein bisschen rumbasteln, weil wir haben ja neue Teile auf jeden Fall. Oh, so die Beleuchtung wäre auch richtig nice, ne? Wenn wir die mal irgendwie so hätten. Also auf jeden Fall hier ein bisschen was zu fräsen und so. Ein, zwei Strahle gibt es hier noch. Strahle. Welcome aboard, Captain. Moin. Was ist das denn hier? Salzsäure. Wir können Salzsäure herstellen? Ein Höhlenpilz. Oh, okay. Ja, das kennen wir ja schon. Ein hochleitfähiges Polymer. Boah, was können wir denn noch alles später bauen? Nein, ich wollte nicht mein Essensfisch, mein Trinkfisch machen. Nee. Ah, das ist immer, weil man denn so fickrig ist, ne? Man will schnell, man will gut und weit durch die Welt oder durchs Nass. Guck mal hier einfach so mal noch. Ne, hier haben wir nichts. Okay, gut. Wir wollten, ne, Quatsch, erstmal essen. Gekocht, gekocht, gekocht. Ja, ich fresse da alles, ist scheißegal. So, dann natürlich ein bisschen wieder Stuff. Natürlich Titan ohne Ende. Ja, Gold haben wir jetzt wirklich, ja, Gold geht. Was fehlt uns denn, ne? Kupfer auf jeden Fall. Kupfer, Quarz, Schwefel geht auch. Blei auf jeden Fall. Ja, ich glaube, wir müssen zum Anfang wieder zurück. Zu den guten alten Anfang. Back to Basics, ne? Und, dass wir da auf jeden Fall ein bisschen was machen können. Weil bauenmäßig, also 13 Dinger haben wir jetzt dazu. Wir gucken mal durch. Klar, wir können hier den ganzen Shit alle bauen. Nicht das Problem, aber ich will ja noch nicht. Sonst haben wir hier noch nicht viel, außer Bürostuhl. Ein Raumtrenner. Eine Raumtrennertür. Da. Fahrzeugerweiterungskonsole. Das ist ein bisschen Transmitter. Ach ja, stimmt. Kennen wir ja schon, ne? Eine Verstärkung. Ich glaube, das ist noch nicht so implantiert, ne? Da brauchen wir noch nicht. Ein Tauchdock, ne? Zocker für Fahrzeuge mit hohem Bedarf an Energie und Höhenstärke. Das geht aber schon, ne? Mehrzweckraum kennen wir ja. Dann großer Raum. Ein großer Raum. Ein großer Raum. Und hier große Glaskuppel. Große, ja. So. Dann haben wir hier Seebahn-Zugkraftmodul. Ich weiß nicht wozu. Das ist ja krebsarm. Lädt Energiezellen in heißer Umgebung wieder auf, nicht stapelbar. Und was ist das hier? Eine starke Schubkanone für den industriellen Einsatz, passend für den Krebsarm. Ja, das hatten wir eh immer so markiert, das ist ja nicht so toll. Die Seebahn, Alter, die Seebahn wird ja mal 80 Kilometer lang, wenn wir alles ranmachen. Da können wir hier noch Aquariumsabteil, Dockabteil. Ja, Botaniker, Schlafabteil, Abteil des Abteils, Abteilungsdickteil, alles mögliche, ne? Kompass haben wir, Leitung haben wir. Ich guck nur alles für mich mal so ein bisschen durch. Guti. Ne? Dann haben wir das hier und das hier, das hatten wir aber schon beim Bauen gefunden und durchgelesen. Ja, und sonst haben wir eigentlich nichts Neues gefunden. Ich hätte ja gerne auch so eine für die Seemotte gibt es doch so eine Behälter, so Lagerungsbehälter, dass man was einlagern kann. Aber wahrscheinlich muss ich die Abteile daran basteln. Wir können ja mal lustigerweise gucken, das ist ja bei der mobilen Station da oben, ob wir das nicht schon so bauen können, was wir dafür brauchen. Dann kann ich ja vielleicht ein kleines Foto davon machen. Mister? Das dient ja einfach nur dazu, dass ich nicht immer 10.000 Mal hin und her mache. Ab auf. Und schade, dass es hier nichts Schöneres gibt, ne? So, weil hier Fahrzeuge ist ja immer noch die. Und hier können wir drei Abteilungen bauen, ne? Fabrikatorabteil. K
können wir aber nicht bauen. Aber die hier, ne? Das ist eigentlich emailliertes Glas und Blei und sowas, ne? Das ist natürlich dann schon ein bisschen teuer. Koppeltes Silber zum Einfangen lebender Dinger. Abteilung Silber kann kriegst erstes. Ja, ich weiß nicht, der bringt mir noch nicht so viel. Ehrlich gesagt. Aber gut, jetzt haben wir schon mal ein bisschen was gewonnen. Ah, nur ein bisschen was. Minimal. Muchas gracias. Ja? Pico. Nicht zu trinken, Fisch bei. Okay, ich würde sagen, wir begeben uns mal zurück zur alten Base. Weil wir brauchen eh noch Stuff ohne Ende, ne? Schade, nirgendwo kommen wir hier rein. Einfach viel zu wenig Zeug hier drin. Sehr, sehr schade. Ich dachte, wir können hier richtig was finden, ne? Ich weiß ja auch nicht so allgemein, ob man so ein falsches Bild von der ganzen Karte hat, ne? Weil gefühlt schwimme ich immer die gleichen Wege, obwohl ich immer versuche, irgendwie ein bisschen anders zu laufen. Oder zu gehen, besser, zu schwimmen. Aber gefühlt ist es doch schon immer ziemlich alle das Gleiche. Und ich weiß ja nicht, ob das nur mir so vorkommt. Alter, ihr übertreibt ein bisschen, wa? Ich weiß ja nicht, warum ich hier unbedingt jetzt sein musste. Aber das ist ja auch so meine Freundin, ne? Warum ist da... Achso. Ja. Weg hier. Alter, aber so weit war schon weg hier. Ich muss aussteigen. Ich muss mein Ding reparieren. Wow, ab jetzt hier. Haut jetzt ab. Lasst mir in Ruhe. Ist hier nicht sicherer? Mehr. Oder hier. Alter. Na, da auf jetzt damit. Ich krieg Angst. Die Frage ist auch, muss ich mehrere Seebahnen machen? Eine Seebahn für Erkundungstouren, eine zum Futter holen oder wie auch, oder was? Das weiß ich auch nicht so richtig. Ich glaube, hier so die Gräben, die kennen wir alle schon. Da gab es jetzt nicht so viel Stuff, ne? Diamanten eingesammelt? Magnet. Ich wollte schon sagen, das ist ja ganz komisch auch. Magnet brauchen wir immer mal wieder. Ha, hier war ein Diamant. Jo, leck mich. Jo, leck mich. Nee, dich wollen wir nicht einsammeln. Du bist nämlich ein bisschen blöd. Der hätte ja fast alles wieder kaputt gemacht, ne? Alt erarbeitet. Hier gibt es ja auch irgendwie so Höhlen und so, ne? Kam die Zeit, die nehmen wir uns. Wir müssen da mal gucken. Ne, das ist nur Quarz, aber ein bisschen Quarz brauchen wir schon. Also ich darf nicht immer alles vergessen oder sowas. Die Frage ist nur, ist das wieder unsere eine Höhle, die wir schon mal hatten? Das werden wir aber nur erkennen, wenn wir hier mal rinschwimmen.
das hört sich wieder alles sehr bekannt an. Ja, das ist wieder mal das gleiche, ne? Und wenn ich jetzt hier dran vorbeischwimme, dann fängt er wieder an zu glitzern. Also dieser Schleier kommt von dieser Aliens, ne, da. Aber keiner weiß, warum, weshalb, wozu, ne? Es weiß einfach keiner. Das ist nur hier in dieser Gegend einfach, ja, weil so ist. Nicht warum, weshalb hier, was das hier für ein Teil ist, das wieso keiner. Also ein bisschen was übersieht man ja schon, ne? Wo ich hier schon 5000 Mal drin war. Ah, ich könnte ja auch mal diesen Handscanner wieder nehmen. Ja, Quarz ist klar. Das kommen, sammeln wir. Rubine. Nickelerz. Er hat auch Fragmente, ne? Die können wir uns immer so mal anzeigen lassen, ne? Aber ich kann mir eben nicht vorstellen, dass hier das halt so toll ist. Weil selbst hier, das ja, zeigt er mir zwar so an. Aber er ist ja nicht völlig am Pumpen. Ich glaube, wenn wir da eine richtige Station hätten oder sowas, ne, dann würde es ein bisschen mehr sein. Ich weiß auch nicht, ob wir hier nach oben müssen irgendwie. Das ist Richtung Nordosten. Nur mal so, wenn wir hier jetzt nach oben machen. Vielleicht ist es ja gar nicht hier unten, vielleicht ist es ja oben. Wo sind ja die Ausgang jetzt hier? So, was haben wir gesagt? Nordosten. So, das hier oben, das kennen wir ja alle schon, ne? Hier haben sie irgendwas untersucht. Aber anscheinend ja nicht so großartig was gefunden. Was ist das hier? Aha. Mann, verpiss dich. Ey, da bin ich gerade übelst am Suchen, ne? Ja, und denn? Ah, eine fette Salzablagerung. Das war denn hier? Verstehe ich nicht, mal. Ich verstehe den Sinn nicht so richtig. Hier gibt es auch nichts. Wozu, weshalb das Ganze? Bleibt wie immer ein Rätsel, ne? Das hatten wir ja schon ein paar Mal. Oh, hau ab, ey. Das können wir ja auch schon zu Genüge. Da kann man nur das Datapad raus. Warum hier was glänzt oder sowas, ne? Das wissen wir in dem Moment dann auch nicht so richtig. Und es ist auch schon wieder Nacht, was ziemlich ätzend ist, muss ich sagen.
Und für uns heißt es dann einfach nur zack, ne, zur alten Base zurückmachen. Da mache ich auch hin. Wo ist er denn eigentlich? Da ist die neue. Ne, da ist die alte Base. Ich mache da hin. Und Gravitationsfalle einsammeln, ne? Weil dann stellen wir zwei auf, ne? Zwei sind sicherer. Und ich melde mich einfach beim nächsten Mal, wenn ich da bin. Und wenn ich denn wieder so weiß, was wir denn auf jeden Fall machen, ne? Auf jeden Fall Stuff sammeln, das müssen wir, Kupfer und so, ne? Also bis zum nächsten Mal, ciao.